Ey, ich schwöre euch, wenn ich nur vom Klo aus streamen würde, wäre ich einfach eine Philosophin. Mir fallen auf dem Klo immer so viele gute Dinge ein. Ich habe übrigens gerade, das muss ich dir vorlesen, auch wenn ich jetzt vielleicht euren Hausfrieden gefährde, aber ich habe gerade Kalle im Chat und er schreibt, jetzt will ich mal Maurice hören und höre wieder nur meine Freundin. Was ist dein Statement dazu, Pia? Geh Tag aufspielen. Er ist kein Kellerkind. Warum hast du hier Nagellack drauf und auf den anderen nicht? Es war so peinlich. Ich habe einfach auf meinem... Ich habe immer noch den Nagellack auf dem Nagel. Holy shit. Ich habe den immer noch drauf. Das ist immer noch der gleiche Nagellack wie in dem Vlog. Das ist 1,5 Monate. Lass uns nicht drüber reden. Das erste Set geshootet. Oh, Blödsinn. Oh. Blödsinn. Das sagen nur Leute, die den Schlong selber noch nie gesehen haben. Was passiert hier? Willst du mir damit sagen, Pia, dass du schon mal den Schlong eines Eisbären gesehen hast? Nein, habe ich nicht. Aber ich kenne diese Mini-Hunde. Diese Mini-Hunde, die dann so pelzige Hoden haben und dann trippeln die so vor sich hin und sie sind total süß und dann laufen sie von dir weg und du hast dahinter diese pelzigen Hoden und bist nur so, boah, ist das ekelhaft. Darf man fragen, was du unter der Nase hast? Das ist Luise. Annemarie Luise von Hagen. Die wird mir mein Pferd finanzieren. Man sieht das jetzt noch nicht, aber ich habe ja gesagt, ich möchte keine Kinder kriegen. Ich versuche mich gerade an Zellteilung, um mich einfach selbst zu verdoppeln mit Annemarie Luise von Hagen. Das wird einfach meine kleine Schwester. Hoffe ich irgendwann mal. Leider fängt die Zellteilung an einer richtig blöden Stelle an. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mir aus der Nase wachsen wird, mit meinem Nasenrotz. Ich dachte, es passiert eher aus meinem Arschloch. Aber ja, jetzt ist sie halt eine Nasengeburt. Aber ich hoffe halt irgendwann, dass sie für mich den ganzen Tag richtig geilen Clickbait-Content machen wird und ich damit dann reich werde. Wie viele Herrscher gibt es und wie viele Töchter hast du? Es geht nicht ums reine Haben. Haben habe ich viele. Vor allem, weil ich mir wieder eine junge Frau gesucht habe, die mir noch mehr Kinder macht. Seht ihr? Das meine ich. Seht ihr? Genau, das meine ich. Wie viele Töchter habt ihr? Noch eine. Ich mache das aus rein egoistischen, subjektiven Beweggründen. Und zwar tatsächlich ausschließlich deswegen, weil ich gerne ein eigenes Pferd hätte. Und Kim hat sich angeboten, meine Reitbeteiligung zu sein. Und ich glaube einfach, dass sie dann mehr Zeit für mein Pferd hat. Junge! Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich kann mich nie bewegen. Ich glaube, an der Stelle soll man nicht runter. Wer hat sich eigentlich ausgedacht, mich zu diesem Gespräch einzuladen? Die einzigen Verbindungspunkte mit der katholischen Kirche und dem Papst, die ich in den letzten 2 Jahren hatte, war, als ich versucht habe, uneheliche Kinder mit dem Papst bei Crusader Kings 3 zu bekommen, um ihn dann für Geld zu erpressen. Das ist das, was mir gefehlt hat. Gedrückt. Da sich die Community den nachfolgenden Clip gewünscht hat, möchte ich Ihnen das selbstverständlich nicht verwehren. Macht euch bereit für die Pia Inception. Und du, Pia, bitte tu deine Kamera hier hin. Langsam wird der Platz eng. 3, 2, 1, los. Spaß, ich warte. Ich warte immer noch. Jetzt aber los. Angesabbert, während ich mir ein Brausebärchen in den Mund gesteckt habe, weil ich nicht... Danke, Tarek. Danke, dass du auch diesen Moment festgehalten hast für die Ewigkeit. Bitte schön, Pia, und weil du so begeistert warst, dachte ich, du darfst es nochmal sehen. Du möchtest zu Kalle, ne? Er hat's nochmal reingepackt. Er hat's einfach nochmal reingepackt. Was ein Arsch. Dass es niemals einräumen wird, dass tief im Herzen weiß,
dass ich halt auch ein schurkisches Sackgesicht bin. Und deswegen ein schurkisches Sackgesicht? Können wir das bitte klippen? Hab mal einen Poetenfolterer gespielt, hab mich lange nicht mehr derzeit gefühlt. Oh mein Gott, ich hab Pizza im Ofen. Die geht noch. Die ist noch gut. Stampfen! 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 Nein, ich konnte mich nicht bewegen. Meinem Controller ist der Akku ausgegangen. Das war einfach zu viel göttliche Macht für den Controller. Dafür kann ich nichts. Meine göttliche Imponanz hat dem Controller imponiert. Und deswegen hat er voller Begeisterung und Aufregung den ganzen Strom der Batterien gesüffelt. Kann man Pferde haben in dem Spiel? Ich frag für einen Freund. Also nicht, dass ich unbedingt ein Pferd haben möchte. Brauche ich überhaupt ein Haus? Brauchen wir nicht alle nur einen Stall in unserem Leben? Müsste nicht ein Stall völlig ausreichend sein? Ein guter Cutter schafft es, dich als Influencerin lustiger zu machen, als du eigentlich bist. Es ist wie ein guter Fotograf. Ein guter Fotograf kann jemanden auch einfach schöner machen, als er ist. Und ein guter Cutter kann dich einfach unterhaltsamer und lustiger machen, als du bist. Alter, ich kann Stämme tragen. Ich kann literally ganze Stämme... Ich bin einfach Hulk. Ich bin einfach Hulk. Danke dir. Ich verstehe es nicht. Warum sind Menschen nicht schon längst ausgestorben? Wieso sind Menschen nicht schon längst ausgestorben? Und warum rollen sie überhaupt einen Käse runter? Warum laufen sie nicht einfach so den Hügel runter? Lati, meine Assistentin, die auch mit dabei ist, die werdet ihr in den Videos jetzt auch öfter treffen. Nein, ich bin an Anne-Marie-Louise van Hagenstenken hängen geblieben. Blutet meine Nase? Oh nein. Nein, ich bin noch nicht bereit. Sie ist doch noch nicht fertig. Wie soll mich die denn reich machen und mir ein Pferd kaufen, wenn sie noch so klein und popelig ist? Die darf noch nicht abfallen. Die muss noch zu einem richtigen Klon von mir werden. Halte dich fest, Annemarie. Halte dich fest an meiner Nase. Tritt niemals unvorbereitet in Lava, denn du wirst schnell Schaden nehmen und sterben. Echt? Das wäre mir beim letzten Bossfight nicht aufgefallen. Und wie mache ich das jetzt? Ich kann da ja nicht einfach draufhauen, oder? Oh, lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry, Pia, aber in mir kam gerade spontan Weihnachtsstimmung auf. Einfach wie so ein Pferd. Ich möchte einfach mit den Pferden auf der Weide stehen. Als adoptierte Streamerin, die dann mit den Pferden da drauf wohnt und gefüttert wird.